wenn es zwischen den beiden Staaten zu einer Annäherung kommt, dürfte eine Wiedervereinigung zumindest in absehbarer Zeit ausgeschlossen sein. Denn als eine der größten Industrienationen der Welt könnte Südkorea ökonomisch eine Vereinigung mit dem völlig verarmten und heruntergewirtschafteten Norden kaum verkraften. Oder anders gewendet, mittlerweile fürchten viele im Süden den politischen und wirtschaftlichen Zerfall Nordkoreas mehr als eine mögliche atomare Bedrohung durch den Norden. Wie erleben die Menschen in Nordkorea eigentlich ihren Alltag? Aufschluss darüber geben in seltenen Fällen die nordkoreanischen Kinofilme. Natürlich sind diese Filme in erster Linie ein Propagandainstrument des diktatorischen Regimes. Und dennoch, sie sagen manchmal mehr über den Zustand des Landes aus, als man es erwarten könnte. Das Filmschaffen Nordkoreas ist im Ausland kaum bekannt. David Kerr Brown begab sich in das nach außen völlig abgeriegelte Land. Er wollte sich seine eigene Meinung bilden, sich freimachen von vorgezeichneten Bildern und Klischees. Sehen Sie die Dokumentation Nordkorea von innen. Es kostete mich viel Zeit und Geduld, bis man mir Einlass in dieses verborgene Reich gewährte. Erst hatte ich gehofft, hier einen Film für das Welternährungsprogramm drehen zu dürfen. Doch die amerikanische Regierung war dagegen. Man fürchtete, die umfangreichen Nahrungsmittellieferungen an einen so unpopulären Staat wie Nordkorea würden zu einem Imageverlust im eigenen Land führen. Pyongyang. Vor 50 Jahren zerstörten die Bomben der Vereinten Nationen diese historische Hauptstadt. Seither hat niemand mehr Interesse daran gehabt, das wahre Gesicht Nordkoreas zu zeigen. Der Widerstand Nordkoreas kommt allen gelegen, außer seinen 22 Millionen Einwohnern. Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist kaum mehr als ein Drittel der Bevölkerungsdichte von Südkorea. Wird man mir hier wirklich nur eine schöne Kulisse zeigen, bevölkert von Statisten? Spielen diese Leute extra für mich eine Rolle? Oder sind sie ganz gewöhnliche Nordkoreaner? Bürger auf dem Weg zur Arbeit, Schüler auf dem Weg zur Schule? Schwer zu sagen. Wartet wohl dieser Junge mit seinem Schulranzen in einem Land, das seine Kinder ausbeutet? Vielleicht schwänzt er die Schule. Sollte es sich um einen aufmüpfig gewordenen Musterschüler des Palastes der Jugend handeln? Man hat mich heute eingeladen, diese von Fachleuten als Schaufenster eines leeren Geschäfts bezeichnete Institution zu besichtigen. Die Ideologie erscheint uns natürlich überholt. Doch hier ist sie betont zukunftsorientiert.
Dieses Modell ist Ausdruck einer Vision, so naiv sie auch scheinen mag. Man strebt den wirtschaftlichen Wohlstand an. Hier sehen wir die Praxis, eine erste Öffnung nach draußen. Wenn man die blauen Bildschirme betrachtet, fühlt man sich an Singapur erinnert. Als ich die Zollschranke passiere, wo jeder heilige Text beschlagnahmt wird, glaube ich zu verstehen. Nicht die Kommunikation an sich ist hier suspekt, sondern die potenzielle Gefahr, die von hier ausgeht. Für uns ist das Internet eine Informationsquelle, doch hier ist man zu verletzlich, zu anders und gewiss auch zu indoktriniert und sieht darin nur die Gefahr eines unerwünschten Wissens. Ist der Gralshüter des Wissens und schützender Filter für alles, was man wissen darf und was nicht. Der Herr über die Bilder und das Bewusstsein. Kim Il-sung in Gestalt einer Statue vor dem Filmmuseum. Seine Frau, die Mutter des heutigen Regierungschefs Kim Jong-il, arbeitete eine Zeit lang als Schauspielerin. Es liegt an der einzigartigen Geschichte des koreanischen Volkes. Ob aus Japan, dem Westen, aus Amerika oder China und Russland, alle Fremden bleiben hier Fremde. Sollte der hochverehrte Führer Kim Il-sung die Grausamkeit der japanischen Besatzungsmacht etwa übertrieben haben? Er war damals Augenzeuge und selbst Opfer bis zur Befreiung. Wer konnte damals schon ahnen, welches Schicksal seiner von den Europäern übernommenen Ideologie widerfahren würde? Als ich mir Meer aus Blut ansehe, lerne ich ein Wort. Umuni bedeutet Mutter. Ich hatte mir vorgenommen, recht forsch in dieses Land der großen Lüge vorzudringen und ganz unerschrocken und so gründlich wie möglich die dunklen Seiten von Pjöngjang zu erkunden. Da mir das Filmmuseum einige Einblicke gewährt, nutze ich die Gelegenheit. Ich beschließe, Fiktion und Realität miteinander zu konfrontieren. Und begnüge mich nicht länger mit den Erklärungen der Führerin. Ich unterhalte mich mit den Menschen auf der Straße. Was ist Ihr Lieblingsfilm? Ein Baum wächst aus seinen Wurzeln. Kein Zweifel, sie identifiziert sich damit. Kurze Zeit später finde ich den Jungen. Vielleicht war auch er nicht immer nett. Wer weiß.
Als dieser Film in die Kinos kam, hatte ich das Gefühl, dass die Regierung dabei an Leute wie mich gedacht und diesen Film für uns gedreht hat. Er hat mich sehr beeindruckt. Vieles darin kam mir sehr bekannt vor. Und durch den Film lernen wir auch viel über das Programm der Partei. Ein Baum wächst aus seinen Wurzeln war ein großer Erfolg im Jahr 2000. Offenbar erkannte sich das Volk darin wieder. Vaterfiguren sind allgegenwärtig. Auch hier funktioniert die Identifikation. Ich hatte keinen Vater. Ich lebte bei meiner Mutter und war ziemlich aggressiv gegen die Leute, die mich deshalb demütigten. Ich hatte viele Vorurteile. Ich ging nicht zur Schule und lungerte mit meinen Freunden herum, genau wie die jungen Männer im Film. Dieser Film stößt mich wie zufällig auf eine zentrale Frage, an der sich die Geister Nordkoreas und der westlichen Welt scheiden. Wie verfährt die Gesellschaft hier mit Menschen, die sich nicht an die Regeln halten? Wie kann ich mehr über die Kriminalität erfahren, ohne mich mit den Bildern zu begnügen, die sich die Nordkoreaner selbst davon machen? Als ich jünger war, habe ich auch Dummheiten gemacht. Ich war der Anführer einer Gaunerbande, wie im Film. Es war mir völlig egal, wie meine Mutter darunter litt. Sie konnte mich nicht verstehen, wie die meisten Eltern. Ich hatte wirklich nur Dummheiten im Kopf.
그래서 전 그 우두머리인 이 유승철에게만 법을 적용하고 나머지는 노동단련 정도로 그치자는 것입니다. 도대체 우리 단부도시에 이런 패거리가 어떻게 생겨났습니까? 뭐 목적의식적인 무리는 아니고 처음에는 몇몇이 몰려다니며 술 먹고 패싸움이나 하는 정도였는데 다리 부러진 노루 한 곳에 모인다고 주먹기나 쓴 사내가 있다는 소문을 듣고 여기 저기에서 모여들었지요. 무단 결근자, 건달, 따기꾼, 하여튼 별 망둥이들이 다 있습니다. 안전부장 동문 이런 일들이 왜 생긴 것 같습니까? 네. 아니 우리 마음과 그 거기 있는 청년들의 마음이 아주 좀 비슷한. Ich empfinde das gleiche wie die Jugendlichen im Film. 마음이 있다고 좀 생각했습니다. Nach dem Strafgesetzbuch von 1992 gibt es in Nordkorea keine Haftstrafen, sondern nur Umerziehungsmaßnahmen durch Arbeit. Von 6 Monaten bis zu 15 Jahren Dauer oder die Todesstrafe. Andere Bilder über diese Umerziehungslager kann ich nicht zeigen. Zumindest sind sie so wahrheitsgetreu, dass meine Interviewpartner keine Einwände erheben. Ich erfuhr dort, dass man in einem sozialistischen Land wie dem meinen unter dem Schutz der Regierung auch ohne Eltern glücklich leben kann. Das ist wahr. Auch wenn wir von kapitalistischen und imperialistischen Staaten bedroht werden und viel erdulden müssen, können wir uns doch dank unseres großen Generals auch amüsieren und den Tag unserer Republikgründung feiern. Indem wir uns amüsieren, machen wir auch unseren geliebten Führer glücklich. Dazu sind wir da. Wir alle sind verschieden. Jeder ist anders aufgewachsen. Aber vor unserer Regierung sind wir alle gleich. Und wir haben alle das gleiche Ziel. Der große General, ein praktisch unsichtbarer Führer, ist zugleich ein mutiger Regisseur. 이날 장군님께서는 차려온 기지를 중에서 제일 무거운 잔여인 기린주통을 몸소 도신 후 150m나 되는 삼각 지점까지 오르셨습니다. 이 높이에서 차룡가는 차룡을 하려고 차룡기를 펴놓고 아래로 눈길을 한번 주는 순간 눈앞이 하찔해서 그만 뒤로 물러서고 말았습니다. 이때 위대한 장군님께서는 아무런 안전시설도 없는 랑강 끝에 나서셨습니다. 차룡 기술상 차룡기는 더 앞으로 나가야 한다고 하시면서 차룡기 다리를 최대한 랑강 끝에 내다 대도록 하시고 렌즈는 최대한 앞으로 수그리면서 구도를 잡아주셨습니다. 그러시기는 차룡가에게 어서 차룡하라고 수련에게 올리는 용어 화면을 찍는 뒤 무엇을 주저하겠는가고 하시면서 한 손으로는 차룡기 다리를 꼭 잡아주시고 다른 한 손으로는 차룡가의 허리를 꼭 잡아주시면서 이 장면 촬영을 마지막까지 지도해 주셨습니다. 위대한 장군님께서는 이렇게 한 몸의 위험을 무릅쓰시고 이른 요차례의 지도를 주시면서 이 영화를 위대한 수련에게 기쁨을 드리는 영화로 훌륭히 완성시켜 주셨습니다. 영화를 보신 위대한 수련님께서는 영화를 아주 잘 만들었다고 만족해하시면서 영화 제목을 사회주의 속을 찾은 용수와 용혹이라고 몸소 거쳐주셨습니다. Ab 1964 schwand jedoch dieser Mut des tapferen Soldaten. Aus gutem Grund. 경례 성산 백두산의 북동쪽에 해발 1000m 높이의 고원지대에 위치하고 있습니다. 서쪽에는 삼지연. Das Kino macht daraus keinen Hehl. Der 1999 entstandene Film Der Sekretär des Kantons Dahu, ein großer Publikumserfolg, zeichnet ein realistisches Bild. Hier ist Duman-Gang, hier ist Soduzu. Die Soduzu ist 100m 낮기 때문에 두 가의 거리가 가장 가까운
여기에 이렇게 물길을 뚫어서 두만강물을 소두수에 뚫군다면 적어도 한 개 발전소에서 7,000kW 이상의 전력을 얻을 수 있습니다. 이만한 전력이면 대홍단군 전체 주민이 집어쓰고도 남습니다. 국바의 겨울이 아무리 사납고 석탄이 나지 않는 우리 고자이지만 전기만 있으면 오호대지의 만풍년은 물론 공장, 학교 등 전기 난방화하면 한겨울에도 덥게 지낼 수 있습니다. 네. 장차 집집마다 전기화, 짐승우리에도 전기 언덕을 놓자는 겁니다. Obwohl wir noch Studenten sind, beschlossen wir nach diesem Film, dem Staat zu dienen. Bis zu diesem Zeitpunkt führte ich nicht gerade ein ehrliches Leben. Aber nachdem ich diesen Film gesehen hatte, beschloss ich, anständig und linientreu zu leben. Mir geht es genauso. Auch ich will jetzt den Zielen der Partei folgen und glücklich leben. 적기가를 부르던 처녀들의 흥분은 어느덧 가셔지고 묵묵한 현실은 드디어 그들의 얼굴에서 웃음마저 빼앗아갔습니다. Die Propaganda reicht bald nicht mehr aus, um Pflichtbewusstsein, guten Willen und Opferbereitschaft aufrechtzuerhalten. Von den USA mit einem Embargo belegt und ohne den Schutz der von der Landkarte gefickten Sowjetunion wird Nordkorea ab 1990 auch noch von einer Reihe von Naturkatastrophen heimgesucht. Die Kader bekennen sich zu ihrer Ohnmacht. Tatsächlich, 그때 책임비서 동지는 처녀들로 일을 시작해놓고 청년 노역대를 확대하려고 생각했지만 몇 달이 지나도 군에서는 청년들을 단 한 명도 보내주지 않았습니다. 참을 수 없는 치유와 외진 곳의 종합감. Bei den Überschwemmungen von 1994 werden die Anbaugebiete im Tal und die Kohleminen überflutet. Die brachliegenden Minen können die Elektrizitätswerke nicht mehr beliefern, sodass die elektrischen Pumpen zur Trockenlegung der Minen nicht mehr funktionieren. Ohne seinen Energielieferanten Nummer 1 und zusätzlich von einer extremen Dürre heimgesucht, erlebt das Land bald eine der schlimmsten Hungersnöte des Jahrhunderts. Um zu überleben, bleibt nur die Flucht. Dennoch bleiben die meisten. Wenn man die Sterberate durch Unterernährung betrachtet, ist man überrascht, wie wenige Menschen ins Ausland flüchten. Es gibt mehr Tote als Flüchtlinge. Außerdem ist die Flucht selten endgültig. Das Welternährungsprogramm hatte mich darüber informiert. Die Hungersnot in Nordkorea zeichnet sich nicht durch spektakuläre Bilder aus. Man sieht keine Flüchtlingskolonnen oder Kinder, die tot am Straßenrand liegen. Die Menschen sterben in aller Stille in ihren Häusern, an Krankheiten, die vor allem die Schwächsten heimsuchen. Niemand beklagt sich. Da man die Millionen Toten nicht zählt, wurde etwas vorschnell unterstellt, dass sie hier keine Bedeutung hätten. Allzu rasch wurden die Symbole der Macht als Zeichen der Unmenschlichkeit gedeutet. Man lädt mich ein, eine Sojaverarbeitungsanlage zu besichtigen. Für die Partei, ganz wie es ihrer Aufgabe entspricht, hat das Wohl der künftigen Generationen Vorrang. Der Staat ernährt seine Kinder. Jeden Morgen erhält jedes Kind von Pyongyang aus dieser Fabrik eine Schale Sojamilch.
Die Frauen arbeiten hier ebenso wie die Männer, auch in leitenden Positionen. Wie in einem Land der Roboter werden die robustesten Maschinen hier, so hat man mir erzählt, mit Ehrenmedaillen ausgezeichnet. Diese Maschinen stammen aus Frankreich. 1994 steht Nordkorea plötzlich ohne seinen charismatischen Führer da und vor dem wirtschaftlichen Aus. Es kann sich nicht mehr leisten, internationale Hilfe abzuschlagen. Doch man ist schließlich nicht irgendein Dritte-Welt-Land. Mit einem Stolz, der sehr unterschiedlich interpretiert wird, behält es sich die Zuteilung der Lieferungen selbst vor. Ärzte ohne Grenzen zieht sich daraufhin aus dem Hilfsgebiet zurück. Man mag darüber denken, wie man will. Auch Nahrungsmittelhilfen können zum Gegenstand von Machtkämpfen werden. Dies ist das Gebiet der großen Hungersnot. Ich erhalte Erlaubnis, Pyongyang zu verlassen, um eine landwirtschaftliche Organisation zu filmen. Vor diesen Feldern, dicht bebaut, soweit das Auge reicht, greife ich die schockierenden Bilder ausländischer Journalisten wieder auf. Jasper Becker von der South China Morning Post schrieb vor 3 Jahren, alle, auch die Schüler, suchen die Erde nach Wildkräutern, Blättern, kleinen Tieren und Insekten ab. Zwei Brüder seien bei dem Versuch, Menschenfleisch zu verkaufen, in Musan hingerichtet worden, erzählt mir ein Bewohner des Nordens. In Nordkorea liegt die landwirtschaftliche Aktivität derart brach, dass man meinen könnte, das Rad sei nie erfunden worden. Folgen wir dennoch diesem Traktor. Er gehört einem der vielen Landwirtschaftskollektive. Viele Filme, so wie der 1998 gedrehte Wir leben hier, machen ihn zur Hauptfigur. Er wurde nach sowjetischem Vorbild konstruiert, zunächst komplett auseinandergenommen und dann am Fließband produziert. Er ist der eigentliche Held der Landbevölkerung. Vor hohem Besuch wie Madeleine Albright wird er gebührend gefeiert. Mancher Traktor erhält einen Orden für seine Leistung. Als ich mir Wir leben hier ansehe, stelle ich fest, dass die knapp 30-jährige Schauspielerin Kim Yeon-hwa nicht dem traditionellen koreanischen Ideal entspricht. Es heißt, sie verkörpere einen neuen Frauentyp, der seine eher robusten, stolzen und manchmal starrköpfigen Landsleute zu motivieren und zu zähmen verstünde. Der Traktor dient zugleich als Bus. Seit Ende der 80er Jahre dürfen die Bauern sich ein Schwein und so viele Schafe halten, wie sie ernähren können. Auch Bauernmärkte werden geduldet. Dies verschärft jedoch die soziale Ungleichheit. Damit reagiert man auf eine andere, institutionelle Ungleichheit, die durch den Hunger noch verschärft wurde. Die Armee genießt hier besondere Privilegien. Die Volksarmee, die mit 1,5 Millionen aktiven Soldaten und 7,5 Millionen Reservisten insgesamt ein Drittel der nordkoreanischen Bevölkerung ausmacht, ist sicher keine Eroberungsarmee oder für internationale Einsätze geeignet. Sie bildet vielmehr das Rückgrat der Nation. Alle wichtigen Industriezweige, die Filmindustrie eingeschlossen, sind ihr unterstellt.
Seit dem Niedergang der Landwirtschaft leistet sie auch den Bauern Beistand. Eine harte Arbeit. In Südkorea wird behauptet, der Norden verfüge über riesige Kornspeicher, die für die Armee bestimmt seien. Doch im Herbst 1997 wurden viele militärische Einheiten abgezogen und die Soldaten in ihre Heimatdörfer zurückgeschickt, da es nichts mehr zu essen gab. Der Film Für immer in unserer Erinnerung verschleiert diese Problematik nicht.군대 동무들은 밤낮없이 힘들게 일하는데 식사나 제대로 할까? 그러게 말이야. 나? 자. Ich verzichte ganz bewusst darauf, meinen Bericht über die Hungersnot mit Bildern von hungernden Kindern zu illustrieren, wie wir sie zu Hunderten kennen. Seit Jahren sind es immer die gleichen. 하루 삼시 먹는 밥이 목에 걸려 내려가지 않는군요. 그들이 배를 고르면서 보내준 군양미를 지금 우리가 먹고 있단 말입니다. 나도 봤습니다. 좀 알아보니 전령 세대가 32세대나 됩니다. 장군님께서는 이번에 나가서 인민들과 생사고락을 같이 하라고 하셨는데 난 아직 멀었습니다. Mit Sicherheit ist Nordkorea noch weit davon entfernt, seine Nahrungsknappheit überstanden zu haben. Auch in den nächsten Jahren wird es auf Hilfe von außen angewiesen sein. Ich habe den Schuljungen wiedergefunden. Er will nicht mit mir sprechen. Er möchte mir nicht verraten, wie er sich seine Zukunft ausmalt. Statt sich vorbildlicher Rhetorik zu bedienen, schweigt er mich, ebenfalls typisch koreanisch, an. 흰색을 무척 좋아하는 모양이다. 그래요. 전 탄부도시에서 자라면서 그리고 석탄과학을 전공하면서 탄부들처럼 마음이 깨끗하고 사심이 없는 사람은 없다는 생각을 하곤 했어요. 주인공이 수혜중이가 Mir gefiel die Szene, in der Se-Yun Song den Helden fragt, weshalb er Bergarbeiter werden wollte. Und er antwortet, dass er lieber Boxer geworden wäre. Erst nach seiner Umerziehung entschloss er sich, Bergarbeiter zu werden. Als er sie fragt, weshalb sie so gern weiß trägt, antwortet sie, dass die Bergarbeiter ein reines Herz hätten. Und die Farbe weiß für sie diese Reinheit des Herzens verkörpere. Also, 아마 탄을 캐는 사람도 속탄처럼 곰게만 생각하는 사람들에게 흰색으로 도전하고 싶었는지도 몰라요. 승철 동무는 희망이 모였어요. 네? 난 어쩐지 동무가 처음부터 탄부가 되려고 생각한 것 같진 않은데. 제 딴엔 그래도 희망이 있었습니다. 전 권투 선수가 아니면 시인이 되려고 했습니다. 한국단에서 또 다른 국단이군요.
그런데 왜 포기했어요? 난 어려서부터 성격이 못해서 그 다른 아이한테서 안 될 맞으면 두 대를 때려줘야 속이 편하곤 했습니다. 그 성격이 나쁘게 자라서 걸핏하면 주먹을 휘둘렀죠. 제정신이 들자 생각했습니다. 그만두자. 이 손으로 그만큼 남들에게 해를 입혔으면 이젠 남들을 위해서 힘껏 바쳐보자 하고 그래서 탐부가 됐습니다. 시인으로 말하면 저희 과거는 시간이었죠. 진짜 시인은 탐부로 일생을 살면서 이제부터 창조하려 합니다. 나는 용화를 즐기는 사람들 중에 한 사람입니다. 그래서 최근에 우리 장군님께서 내놓으신 용화들 중에서 제가 제일 Unter den neueren Filmen hat mich ein Baum wächst aus seinen Wurzeln am meisten berührt. 깊은 용화로 생각되는 것은 줄기는 뿌리에서 자란다. Es gibt viele gute Filme, aber durch diesen Film habe ich besonders viel über das Leben gelernt. Er hat mir gezeigt, dass jeder von uns anders lebt, aber dass der große General uns alle unter seine Fittiche nimmt. Als ich diesen Film sah, wurde mir klar, dass man im Leben verschiedene Wege gehen kann. Dass jedoch der einzig wahre Weg der ist, den uns der große General aufzeigt. So konnte auch ich meinen Weg finden. Ich habe mir diese Idee tief eingeprägt und beschlossen, nur noch dem großen General zu gehorchen und ihm mit Hingabe zu dienen. Er gibt den Weg vor und ich werde mich bemühen, ihm zu folgen. Aber ist der große General nicht letztendlich nur der Sohn seines Vaters? Ohja! 우리 수령님께서 잡아주신 손으로 장미소가 넥타이를 매줬으니 아마 일생 너희들에게서 붉은 물이 빠지지 않을 게다. Und bildet in dieser Dreifaltigkeit nicht das gesamte koreanische Volk den dritten Teil? Nun, 저는 착하니. 착하니? 지금 내 이름을 대주면 아저씨는 잊어버릴 거예요. 아? 이제 이 나무가 큰 다음에 내가 큰 사람이 된 다음에 대드리겠어요. 그래? Eine Nation ist wie ein Baum. Ein Reich ist wie ein Blitz. 생애 첫 걸음은 구하라 다름없이 꽃같이 시작되었거든. Ich stelle mir vor, was im Vergleich dazu bei uns ein Jugendlicher aus der Vorstadt sagen würde, der gerade aus dem Gefängnis kommt. Die Bestangepassten würden wohl vor allem mehr Geld verdienen und mehr konsumieren wollen. Wie lange noch wird dieser vollständig konstruierte Menschentypus, rein und indoktriniert, den Angriffen von außen standhalten? In einer Welt der Globalisierung besteht das Paradox des Marxismus darin, eine Aristokratie zu schaffen. In der entmilitarisierten Zone zwischen den beiden Teilen Koreas werde ich an eine unbestreitbare historische Tatsache erinnert. Die Koreaner haben noch nie ein anderes Volk angegriffen. 1976년 8월 18일 Am 18. August 1976 begannen die Amerikaner, einen Baum zu fällen, den wir in der gemeinsamen Sicherheitszone gepflanzt hatten. Es ist verboten, irgendetwas in dieser Zone anzurühren. Nicht einmal einen Grashalm darf man ohne Zustimmung beider Seiten knicken. In dieser Situation war es nur natürlich, dass unsere Soldaten eingriffen, um die Amerikaner von ihrem Vorhaben abzuhalten. Darauf warteten sie nur. Die nordkoreanischen Soldaten versuchten sie davon abzuhalten. Doch die Amerikaner behaupteten, dieser Baum würde ihre Sicht behindern.
Das war völliger Unsinn. Die Amerikaner bezeichnen ihr Land als die größte Weltmacht. Sie besitzen die beste technische Ausrüstung der Welt und können sogar von Satelliten aus winzige Details auf der Erdoberfläche erkennen. Es war also falsch zu behaupten, dass ein Baum ihre Sicht störe. Unsere Soldaten forderten sie deshalb auf, das Fällen einzustellen. Ein Amerikaner schleuderte sein Beil gegen die nordkoreanischen Soldaten. Einer unserer Soldaten wurde verletzt. Es kam zu einem Handgemenge, andere Soldaten griffen ein. Ein Soldat schleuderte das Beil zurück und tötete den amerikanischen Hauptmann mit einem Schlag. Nach dem Tod ihres Offiziers zogen die Amerikaner ab. So war das damals. Danach behaupteten die Amerikaner, wir hätten diesen Zwischenfall provoziert. Dabei wollten sie nur unter dem Vorwand der Verteidigung in Südkorea bleiben und behaupteten, wir würden den Frieden der Halbinsel gefährden. Das war aber nur amerikanische Propaganda. Wenn sie nicht von Anfang an im Süden geblieben wären, wäre es nie zu diesem Zwischenfall gekommen. Wenn jedes Land sich selbst verteidigen könnte und dabei seine Autonomie behielte, käme es nicht zu solchen Zwischenfällen. Es gibt nur deshalb so viel Unheil auf dieser Welt, weil bestimmte Länder versuchen, andere auszunutzen, um sich selbst zu bereichern. Der Grund für dieses Unheil ist die allgemeine Machtpolitik. Ich habe den Herrn damals ausführlich über den Zwischenfall in Panmunjom aufgeklärt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Ich bin ledig und 25 Jahre alt. Für ein Mädchen ist die Jugend damit fast vorbei. Nach der Schule wollte ich Schauspielerin werden. Ich erhielt sogar ein Empfehlungsschreiben des großen Generals für den Besuch der Filmhochschule, wovon ich schon immer geträumt hatte. Doch dann erkannte ich, dass meine Aufgabe darin bestand, mich beim Militär zu engagieren. Der große General hat verkündet, dass wir unser Glück nur erreichen können, wenn alle jungen Menschen mit revolutionärem Geist zu den Waffen greifen. Deshalb lehnte ich das Empfehlungsschreiben des großen Generals ab und entschied mich für die Uniform. Je vertrauter mir die Stadt wird, umso mehr scheint sie sich mit Bewohnern zu füllen. Alles nur Statisten? Vielleicht, denn die Straßen der großen Filmstudios sind leer. Von einem ganzen Volk bleiben nur gemalte Figuren. Die
이렇게 지도했어도 용어가 완성되었을 때는 아주 용어를 잘 만들었다고 우리 당의 역사로 인민들을 교양한 데서 아주 좋은 용어라고 높이 평가해 주셨습니다. 이 rosa flamingos sind künstlich. Doch das Wasser ist echt. Es ist das gleiche Wasser, an dem sich vor 3000 Jahren die Horden aus dem Norden labten, die sich in diese bewaldeten Hochtäler verirrten, um hier ein Gebiet zu entdecken, das sie fortan nicht mehr verließen. China war lange Zeit ihr einziger Nachbar. Aus dem Reich der Mitte übernahmen die Koreaner ihre religiösen Vorstellungen und vermittelten der Bevölkerung ein vages Bild davon. Aus dem Reich der Mitte übernahmen die Koreaner auch die politische Vorstellung von einem Reich. Wie ein regloser Herrscher über das Universum hob der Souverän seine unsichtbaren Hände über das Korea seiner Träume. Ein Korea der Arbeit. Die Menschen zahlten ihm ihren Tribut. Dadurch wurden Bündnisse besiegelt, auch wenn sie keine großen Reichtümer heranschafften. Es verhielt sich ganz ähnlich wie mit den Metallstückchen oder Keramikscherben, die die Griechen als Symbolon bezeichneten und deren exaktes Ineinanderpassen Freundschaften über Generationen hinweg besiegelte. Diese sorgsam gehüteten, fast andächtig verehrten Geschenke sind vielleicht nicht viel wert. Unnütz bis auf die gepanzerten Limousinen, jene Luxusversionen des Steppenzugs, sind es Geschenke, wie sie Staatschefs tagtäglich bei ihren offiziellen Treffen austauschen. Doch ihre Bedeutung für Korea, einem Land, das aus Angst vor einem atomaren Angriff unzählige Bunker in den Fels treibt, lässt sich vor allem an der tiefen Verehrung dieses Volkes für diese teilweise lächerlichen Reliquien ablesen. Sie sind das Bindeglied zum Rest der Welt. Ein Rest der Welt, der besser daran tut, sich herauszuhalten. Das amerikanische Erkundungsschiff Pueblo musste diese leidvolle Erfahrung machen. Sie griffen uns zunächst mit dieser Waffe an. Als wir in die Kabine eindrangen, fanden wir einen Matrosen, der mit gebeugtem Kopf da saß. Wir fragten ihn, ob er der Kapitän sei. Doch er verneinte das. Ich bedrohte ihn mit meinem Gewehr und versetzte ihm 4 oder 5 Stöße. Ich war damals noch jung und ungestüm. Letztendlich erklärte uns der Kapitän, ohne uns seine Identität zu verraten, dass er der Kommandant sei. Wir mussten in Erfahrung bringen, wie viele es waren. Wir sprachen kein Englisch. Also nahmen wir ein Stück Papier und einen Stift und verständigten uns durch Bilder. Wir zeichneten einen Kopf mit einer großen Nase und einem Fragezeichen. Wir übergaben ihm den Stift und der Kapitän schrieb darauf 83. Auf dem Schiff waren also 83 Personen. Danach gaben wir ihm das Mikrofon, damit er seiner Besatzung befahl, sich zu ergeben. Wir nahmen sie alle gefangen. Ist Korea heute ein Geisterschiff, gelenkt von einem toten Steuermann? Selbst an Festtagen sind wir traurig, wenn wir an den großen Führer Kim Il-sung und das schlimme Jahr 1994 denken. Seither ist unser Land ärmer geworden. Jetzt bleibt uns nur noch der große General Kim Jong-il. Er ist glücklich, wenn wir zufrieden sind. Ich denke, ich werde mehr arbeiten. Selbst im Arbeitslager erlebt man an Festtagen wie diesem schöne Momente. Der 11. September. Als sich hier wie jeden Tag die Pforten öffnen, stürzen in New York die beiden Türme des World Trade Center ein. Hier bleibt man ungerührt. Schon jetzt fühle ich mich seltsam abgeschottet vom Lärm und der Hektik der übrigen Welt. Nordkorea fürchtet nicht die Besuche oder die Konkurrenz von außen, sondern die Vermischung. Vielleicht möchte es sich aber auch lieber mit seinesgleichen mischen.
Das größte Problem sind die in Südkorea stationierten amerikanischen Truppen. Ich finde, die Amerikaner haben kein Recht, sich in die inneren Angelegenheiten unseres Landes einzumischen. Darf denn jemand von außen in das Haus einer Familie eindringen, in dem im Grunde Frieden herrscht, und diese Familie in zwei Hälften teilen? Das geht doch nicht. Sie haben einfach kein Recht dazu. Sur le pont d'Avignon, non, sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon. Regardez. Regardez. Écoutez. Je pense que la Corée doit absolument être. Korea muss unbedingt wiedervereinigt werden, denn dieses Land ist wie eine Familie in zwei Hälften geteilt. Es ist, als würde der Vater im Norden und die Mutter im Süden leben. Ich finde diesen Zustand unhaltbar in der heutigen Zeit. Wir sind zuversichtlich, dass es uns in der Zukunft gelingen wird, unser Land wieder zu vereinigen, sodass ich eines Tages den Süden besuchen kann und unsere Freunde aus dem Süden den Norden. So könnten wir wieder als große Familie zusammenleben. Ich bin mir auch sicher, dass Korea vollkommen unabhängig und friedlich wiedervereinigt werden kann. Meine Recherche geht zu Ende. Zumindest habe ich keine verfälschenden oder bereits bekannten Bilder gezeigt. Fast schweigend kehre ich von dieser Reise durch die Hölle zurück. Etwas enttäuscht bin ich schon, statt des erwarteten Wahnsinns eine fast klösterliche Stille vorgefunden zu haben. Gewiss, ich bin ein Fremder. Und auch wenn es schwerfällt, muss ich akzeptieren, dass ich es bleiben werde. Niemand betritt das Reich von Koryo ohne Erlaubnis und persönliche Einladung. Doch als ich in gemessenem Abstand meiner Führerin folge, die in diesem Land der Gleichberechtigung das antike Gewand der unterjochten Frauen trägt, fällt mir auf, fast als wäre es ein augenzwinkernder Hinweis, dass die Befestigungsmauern nicht echt sind. Vor 3 Jahren reiste der Zeichner Guy Delisle aus beruflichen Gründen nach Nordkorea und er kam mit einem Reisebericht in einer etwas anderen Form zurück. Entstanden ist nämlich ein Comic. Das Buch Pyongyang gibt seine Eindrücke vom Alltagsleben in Nordkorea wieder, nicht ohne eine gewisse ironische Distanz. Ein Auszug aus seinem Reisebericht finden Sie in unserem Internetdossier unter der Adresse www.rttv.com. Das war unser Thema: Nordkorea, Schurkenstaat und Armenhaus.
Der Personenkult um den großen Führer und eine hungernde Bevölkerung, das gehört ja zu den wenigen Bildern, die aus dem abgeschotteten Land nach außen dringen. Wir wollten Ihnen heute Abend auch andere Innenansichten dieses fast unbekannten Landes zeigen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Arte. Bis bald wieder. Tschüss. Au revoir.